Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angezockt mit und von eurem Das Steffen Zockt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge und heute spielen wir mal eine Runde FIFA 98 Road Tour Championship. Und ja. Gucken wir mal. Und ja, guck mal, wie das Spiel so ist. Weil es ist kein direktes Angezockt für mich zumindest. Weil ich das Spiel auch schon früher gezockt habe. Und ja, das war eines meiner ersten Spiele, die ich so auf Windows Wii gespielt habe. Also Windows Millennium. Und ja. Guck mal einfach mal, wie das Spiel so ist. Hier kann ich gar nicht rein. Warum geht das nicht? Load Game. Okay, da kann man irgendwie gar nichts machen, wie es aussieht. Ach so, ich muss es so machen. Okay. Verstehe. UEFA. Natürlich Deutschland. Gegen. Ah, shit, jetzt habe ich es wieder gemacht. Mist. Ja, war halt gegen Mexiko. Ist auch egal. Ich spiele halt mal eine Runde. Machen wir 4 Minuten. Eine Halbzeit. Das reicht, würde ich sagen. Nehmen wir den Mauscursor hier aus dem Bild raus. Gucken wir uns das Intro an. Weil früher hat sich FIFA und EA noch richtig Mühe gegeben, wie ihr seht. Und haben ein Intro für Spiele gemacht, zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Haben Beispiele gemacht, wie es ins Stadion reingeht. Also, die haben sich da früher noch richtig Mühe gegeben, muss ich sagen. Ne? Das ist ja sozusagen alles so ab 2000 ist das dann alles so weggefallen. Also, da gab es solche Sachen nicht mehr. Ne? Muss ich mal sagen. Das ist ja dann alles rausgefallen später. Leider, leider. Just in time for this match between Germany and Mexico. It's an ideal morning for football here in the Aber es ist schon ein cooles Spiel eigentlich. I think they're about to get underway, so before they Oh, do, let's go over to John ja, das war jetzt nicht geplant. Ich muss aber hier auf den Showclub kommen. Ups. Probier's mal mit Tastatur. Ich weiß mich gar nicht mal, wie Spieler wechseln ging und alles. Wie ging Spieler wechseln? Verdammt. Doch verpassen? Oh. Wie ging der Spielerwechsel hier? Ach, B-Taste. Die B-Taste war Spielerwechsel. Okay, verstehe. So langsam finde ich mich da wohl wieder rein. Upsa. Ups. Jetzt hat der Müller noch eine gelbe Karte gefressen. So eine Scheiße. Upsala. Okay. Tut mir leid, aber ich bin immer noch ein bisschen.
So, ich muss das Steuerkreuz benutzen, um zu laufen. Der Stick geht gar nicht. Okay. Ich muss mit Steuerkreuz laufen. Steuerkreuz ist der Lauf. Schuss! Ah, schade. Das war riskant. Mach ich mal lieber nicht. Weil hier kann man nämlich auch noch einen Tormann faulen. Das war nämlich hier in diesem Spiel auch noch möglich, dass man einen Tormann faulen konnte. Das könnt ihr mir glauben. Das ging nämlich früher. Das habe ich immer sehr gern gemacht. Den Tormann voll gefault, geäppelt. Das hat immer voll Spaß gemacht. Den Tormann hier so faulen. Das war immer relativ lustig. Das kann ich euch sagen. Das hat immer Fun gemacht irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe es gern gemacht. Ah, Mist. Okay. Das war wohl nix. Guter Versuch, aber gescheitert. Aber man muss auch dazu sagen, die Steuerung früher bei den Spielen war sehr, sehr schwierig. Und unausbalanciert ist so. Man hat da schon zu tun gehabt, ordentlich zu steuern. Mit der Tastatur. Ach shit, jetzt habe ich mal rausgeschmissen. Oh Mann. Wie ihr seht, die Steuerung war halt noch nicht so rund, wie sie heute ist. Ne? Heutzutage ist die Steuerung wesentlich runder und präziser als früher. Also, das war halt früher nicht so. Und was war jetzt das Problem? Warum wird abgepfiffen? Warum bekommen die Gegner einen Freistoß? Das habe ich jetzt nicht ganz gerafft. Aber egal. Wow. Ich lauf. Shit. Schade, das war ein schöner Versuch, einen Torschuss zu machen. Ja, Resümee-Match. Ich werde weiter spielen. Die zweite Halbzeit noch. Ist doch klar. Oha. Jetzt wird's gefährlich hier. Hey. Junge. Mann, da gibt man richtig Flashbacks an seine Kindheit, wo man das gesockt hat, ne? Ja, da waren so die Spiele meiner Kindheit. Sowas habe ich früher als Kind gezockt. Das war meine Zeit. 98. Also da hat man zwar noch keinen Computer und sowas gehabt, aber 98, da war ich gerade mal 8 Jahre alt, ne? Und wir hatten dann schwere Zeit gehabt, wo ich dann schon sehr älter war. So in einem jugendlichen Alter, sagen wir mal so, da hat man Windows Me gehabt, das war unser erster PC, den wir hatten, ein Windows Me SE Millennium. Das war noch eine Kiste, das sage ich euch. Also wenn man sich da zurück erinnert an die Zeiten, wie das früher mal war, zu heute, das ist schon ein riesen Unterschied. Für ein Windows 2000er. Zu Windows 11 inzwischen, also was das war eine Revolution gemacht hat in der Zeit, ne, wie jetzt, schon eine heftige Sache, also man muss schon sagen, Clinsman.
Wenn man sowas zerspielt, fühlt man sich schon in seine Kindheit zurückversetzt. Ohne Mist. Ich weiß nur nicht, welche Taste ich schießen soll, drücken soll. Nein! Ja, Mist. Welche Taste ist es nur? Da muss ich mich schon mal ein bisschen durchtesten irgendwie. Oh oh. Ah, die Taste. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Schuss! Ah nein, das war die falsche. Ah! Nicht gut. Falsche Taste gedrückt. Eieieiei. Aber jetzt. Schuss! Brauche eine Schusstaste? Mist. Was war denn die Schusstaste im Himmels Willen, um richtig zu schießen? Naja, nicht die. Die Taste war es natürlich nicht. Ja, was mache ich denn da nur? Hey. Schon abseits. Neun abseits habe ich schon gemacht. Die gibt da gerade mal drei abseits. Das ist ja schon echt peinlich. Für den deutschen Nationalelf hier. Die ganze Zeit abseits zu schießen hier. Ah, schade. Ein Versuch hätte ich doch gern gehabt aufs Tor, aber ist egal. Das war trotzdem eine coole Party. Und nein, ich möchte keine extra Time haben. Und Quit Match natürlich. Ich werde das Spiel auf jeden Fall, denke ich mal, nochmal offline und privat zocken. Da definitiv, weil das tut mich richtig an meine Kindheit zurückversetzen, was das angeht. Und ja, dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal spielen als angezockt Spiel. Weil, wie gesagt, das war jetzt kein direktes angezockt für mich, weil ich das Spiel ja schon aus meiner Kindheit kenne und gespielt habe. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und dann schauen wir mal, was wir nächstes Mal spielen. Lasst gerne auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, nächste Woche Mittwoch, zur nächsten Folge. Schaut auch gerne bei den anderen Folgen bei mir vorbei, wenn ihr das möchtet. Und ja, dann ciao mit V und möge die Macht mit euch sein. Euer Darth Steffen Zockt sagt an dieser Stelle ciao mit einem großen doppelten V.